Herzlich willkommen zurück, da sind wir wieder. Wilbald wildert weiter in Shadow of the Earth Tree. Wir sind hier in diesem Gebiet und haben das letzte Mal dieses Kartenstück endlich nach harter Arbeit gefunden und uns hier so ein bisschen was aufgedeckt, was vorher noch im Nebel der Unwissenheit verborgen lag. Jetzt werden wir uns natürlich erstmal anschauen, was es hier überhaupt alles Schönes gibt. Man sollte jeden Ort mal ganz genau in Augenschein nehmen und das machen wir jetzt auch. Ich blende mal kurz hier meine Seelen wieder ein. Apropos. Ich glaube, wir könnten auch mal so langsam noch ein Level-Up investieren. Hier sind wieder die einstmaligen Bewohner dieser Stadt. Der eine ist der Riese, guck mal. Seht ihr den da? Der ist der Freak hier, schaut euch den mal an. Der ist einfach zwei Köpfe größer als alle anderen. Aber, oh, der hält auch mehr aus. Ja, der hat natürlich hier das Dorf bewacht, ne? Hör mal auf jetzt, ey. Jetzt. Der war als Kind wahrscheinlich schon so eine richtige Erscheinung. So, was haben wir hier für Ruinen? Ich meine, das sind schon prächtige Anlagen. Also das ist kein so unbedeutendes Dorf. Das ist schon richtig mächtig gewesen, vermutlich hier. Huch, warte, da wollte ich nochmal rauf. Okay, was haben wir hier? Riesige, dicke Mauern. Da hinten ist da irgendwas? Nö, ne? Ich sehe keine Items. Da unten ist natürlich was von den Hansels gerade. Aber sonst sehe ich hier nichts. Forschungsinstitut Gesa, ah ja. Ich finde Forschungsinstitut sehr fancy. Der arme Ort. Er muss einst mal sehr, sehr prächtig und schön gewesen sein. So, gibt es hier so Topfleute? Ich habe Bock auf so einen Topfmann. Die geben immer die Schattenbaum-Samen. Stein. Okay. Kommen wir da rauf. Kommen wir da irgendwie rauf. Huch, was ist da kaputt gegangen? Kein Töpfling dabei. Ich meine, die hauen ja auch immer ab, wenn die einen sehen. Also möglicherweise hat er schon die Flucht ergriffen. Wenn hier einer war. Von hier komme ich da nicht rauf, aber vielleicht muss ich das auch gar nicht. Oh, da schießt einer auf mich. Der wirft einfach. Ey, du hast mal. Okay. Pony. Auf mein Pony. Ah, war ein Töpfling. Ah, das war ein regulärer Töpfling. Schade. Na gut. Hör mal, wie viele wohnen denn hier noch? Die laufen erstmal so weinerlich und passiv laufen die durch die Gegend und dann irgendwann schmeißen sie Steine nach einem. War das ein Topfling? Hier war was gedroppt. Nö. Schade. Kein Special Topfboy. So, ich will jetzt in dieses große Gebäude rein. Ja, wir machen natürlich gleich Level. Keine Sorge.
So, wie komme ich jetzt hier? Erstmal abreiten. So, da ist hier eine kleine Lücke in der Mauer. Vielleicht geht's da hoch. Da über die Felsenbrücke. Da geht's auf jeden Fall hoch. Die Frage ist noch, vielleicht auch von der anderen Seite, ne? Oh, da ist ein Dingsbums. Ich werde verdammt sein, wenn es kein Weg durch die Mauer. Was? Aber das ist es ein. Das ist doch nicht von Online-Spielern, oder? Das ist doch vom Spiel selbst. Es gibt auf jeden Fall einen Weg durch die Mauer hier, wenn hier schon sowas. Ja, wir kommen hier irgendwie rein. So. Oh, was? Oh nein, die Köter. Au. Hier gehen wir mal durch. Schauen wir, ob wir links über diesen Berg irgendwie raufkommen. Ja, da kommen wir ja auf jeden Fall hin. Es wird einfach nur eine Hüpfpartie werden. Frage ist. Okay. Nee, oder? Ach, jetzt falle ich da auch noch rum. Ey, was soll denn das? Eventuell geht's darauf. Check mal gerade die Option. Ah, guck mal hier. Aha, lol. Erstmal alle hier potenziell frech werden können. Hey, hallo. Okay. So, du bist der Nächste. Okay. Erstmal für Ruhe sorgen wir, damit wir uns umschauen können. So, das wäre hier dieser Bruch in der Mauer gewesen. Dann gehen wir jetzt hoch. Wupp. Bestienblut, sehr schön. Habe ich auf Facebuild umgeskillt? Nee, ich habe mir nur ein bisschen ein paar Level besorgt. Oh, das ist einer. Oh, wir haben einen gefunden. Nee, was? Oh, schade. Der hat gar kein Schattenbaumfragment gedroppt. Das ist ja blöd. Nee, ich habe ein paar Level investiert in einige Attribute, die ich eigentlich nicht level, weil ich Bock hatte, mal andere Sachen auszuprobieren und nicht jedes Mal meinen kompletten Bild ändern wollte. Da habe ich ein paar Level gefarmt, nicht um OP zu werden oder so, sondern wie gesagt, nur um ein paar Schwerter spielen zu können, die ich normalerweise nicht spielen kann. Und, warte mal, komme ich da so runter? Ich will jetzt hier nicht runterfallen. Deswegen, ich habe gezielt auch auf dieses Schwert und auf die Klingen von Relana ein bisschen gelevelt. Ganz gut geklappt. Ach, hör auf. Oh, der hätte nicht damit gerechnet, dass ich hier. Das war mal ein schöner Schwung. Oh, da ist das Schattenbaumfragment. Na, sehr schön. Es tut mir wirklich leid. Da geht's rüber. Ansonsten ist hier nichts mehr, ne?
Dann gehen wir mal hier lang. Was ist denn hier noch? Ein paar Pfeile. Oh, soll mir das was sagen? Brauche ich hier vielleicht Pfeile? Manchmal liegen ja Sachen nicht zufällig rum. Manchmal liegen ja auch Items, verraten die auch manchmal. Oh Mann, ich habe sehr viel Seelen. Aber hier ist nicht wirklich irgendein Bonfire in der Nähe. Okay, das ist halt echt. Das ist ziemlich gut. Ja, das gefällt mir. Dann geht's rauf, gucken wir erstmal hier. Kann man sich hier droppen lassen. Da unten hin. Oh, hier ist noch ein Balkon. Bupp. Da kommt man doch hinter. Da kann man doch 100 pro hinterkommen. Ernsthaft? Nein, hier nicht. Okay. Muss ein sehr widerstandsfähiges Tuch sein. So, was ist hier drin? Oh, Zweihandschwert-Talisman. Aha. Das ist sehr interessant. Dieses Ding habe ich immer noch dran. Warum auch immer. Nicht ausgetauscht. Verbessert Angriffe mit Zweihandwaffen. Steht da eigentlich irgendwo genau um wie viel? Weiß man nicht, ne? Und die Frage ist, jetzt habe ich ja, das ist ja eindeutig eine Zweihandwaffe. Aber was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel hier Relanas Zwillingsklingen oder die Rückhandklingen, die kann ich ja im Grunde genommen insofern zwei, also ich habe dann in beiden Händen eine dieser Klingen. Das sind ja streng genommen auch Zweihandklingen. Oder ist damit nur gemeint, wenn ich ein Schwert mit zwei Händen führe, war vermutlich letzteres. 17% gibt der Damage zu gewinnen. Echt? 17%? Natürlich eine Menge. Komm, wir gucken mal, was hier noch ist. Oh Gott, wenn ich hier runterfalle, bin ich übrigens im Hause tot. Okay. Letzteres, okay, nur wenn ich ein Schwert mit beiden Händen halte. So, dann haben wir, glaube ich, diese Ruinen hier eigentlich schon ganz gut. Das kann mal weg. Wie kriege ich das hier weg? Nee. Warte. So. Was haben wir hier noch in der Tempelstadt? Da ist ein Bruch in der Mauer. Ich glaube fast, dass wir hier alles haben jetzt. Da geht der Weg weiter. Da kommen wir hier wieder durch. Da können wir nochmal lang reiten. Und dann hatten wir noch diesen... Oder da... Ah, lol. Guck, da ist eine Gnade. Gerade habe ich noch eine eingefordert. Das ist oft so bei dem Spiel. Wenn man sich denkt, ich könnte jetzt mal wieder eine Gnade gebrauchen, dann kriegt man auch eine. Das finde ich eigentlich gut. Klonk.
halten wir erstmal zur Gnade hin. Schnappen wir uns die erstmal. Und dann gucken wir, was ich eventuell noch übersehen habe. Stufenaufstieg. Wir nehmen nochmal Kondition. Da ist 40 das Level Cap, glaube ich. Yo, also. Da links geht's durch. Das ist, wäre der eine Weg, den wir nehmen. Der andere war ja auch noch da vorne links. Da ging es auch noch durch diese Schlucht. Ansonsten glaube ich fast, dass wir hier alles haben. Ich sehe jetzt zumindest. Ach, die sind jetzt ja wieder alle da. Das ist natürlich blöd. Ja, ich glaube, wir haben hier alles uns angeguckt. So, dann gehen wir einmal jetzt hier den Fluss entlang. Was ist das da hinten? Warum haben die das überlebt? Macht wirklich großen Spaß. Die gefallen mir gut. Was hat der da für ein Leuchtermaul? Was klebt ihr dem da im Schnabel? Habt ihr doch auch gesehen, oder? Dass das da drin geleuchtet hat. Ach fuck, das sind ja einfach wirklich sehr viele von denen. Aber dieses Schwert ist einfach fantastisch. Das ist einfach so gut. Das ist ja gegen so Gegneransammlung das allerbeste, was ich jemals gesehen habe. Das sind nur zwei. Wagen wir uns gegen zwei in den Einzelkampf? Okay. Au, au, fuck. Lol. Ey, okay, das ist die perfekte Waffe gegen diese Art von Arschigkeit. Stell dir mal vor, da ballern fünf auf euch. Gut, dass ich mir das hier nochmal angeguckt habe, was die für Angriffspatterns haben. Das bestätigt mich in der Wahl meiner Waffe. Ey, Alter. Wow, ey. Die sind ganz schön schnell, auch diese Krabbis. Darf man nicht unterschätzen, die hatte ich schon mal kennengelernt. Waren das dieselben oder sind das Artverwandte? Jedenfalls, da waren in diesem Fliegen, oder offensichtlich sind das ja dann keine Fliegen, halt in der, da war so eine Bruthöhle. Da waren natürlich auch viele von denen, logischerweise. Und die waren auch schon ein bisschen nervig. Was ist das hier für ein Turm? Da muss man auch reinkommen. Oder ist das nur eine Säule?
Wir bauten so einen riesigen Turm, ohne dass man da reinkommt. Kann doch nicht sein, dass man vergessen hat, da einen Eingang. Also entweder ist hier ein geheimer Eingang. Sieht fast aus wie ein Fahrstuhl. Das gibt's doch nicht. Es gibt ja diesen... Wo ist er? Da. Die Kette von Moog. Ah, die darf ich nicht auf dem Pferd nutzen. Einfach mal gedroppt. Vielleicht ist hier ein Secret-Eingang, ich glaube aber nicht. Wir sein können. Okay, dann lass uns weiterschauen. Hier geht's auch. Da geht's rauf. Da, diesen langen Weg. Den sollen wir bestimmt nehmen. Erstmal unten lang reiten und dann hier oben den Weg nehmen. Da wird es auf jeden Fall spannend, oder? Das scheint mir nicht gänzlich ohne Ziel zu sein, da oben diesen Pfad hoch. Deswegen gucken wir erstmal hier. Oh, noch eine Gnade. So dicht beieinander. Obwohl, naja, was heißt dicht beieinander? Da sind ja auch sehr viele Gegner gewesen. Und wenn man nicht gerade so ein Schwert hat wie ich, dann hat man vermutlich... Was ist das? Oh. Auch sehr viel Lebenssaft verloren, den man hier wieder auffüllen kann. Hm. Oh, was ist das? Ein Riesenbär. Da ist auf jeden Fall noch so ein Rittersmann, der bewacht da diesen Aufgang. Wir reiten noch einmal kurz hier entlang. Schauen uns da um und dann gehen wir darauf. Wir haben jetzt ja auch diese Gnade hier. Erstmal hier lang. An der Kante. Hier müsste vermutlich aber jetzt Sense sein, oder? Ist hier eine Schlucht? Wartet. Gut. Hier ist auch eine Schlucht. Geht's auch nicht irgendwie runter? Nee. Okay. Oh, es ist ein ziemlich großer Bär. Fuck. Ich glaube, der... Entweder er liebt den Baum oder er hasst ihn. Oder er will nur sein Revier markieren. Aber irgendeine Beziehung zu diesem Baum hat er in jedem Fall. Wir reiten einmal alles hier ab. Wir wollen ja nichts verpassen. Hast du umgestellt? Fragt Lord Pupsen. Also ja, wie gesagt, ich habe ein paar Level einfach gefarmt, weil ich... Nicht um übermächtig zu sein, sondern weil ich so ein paar Skills gelevelt habe, die ich sonst nicht leveln würde mit meinem Bild. Einfach weil ich Lust hatte, andere Waffen auszuprobieren. Und jedes Mal dann so eine Träne zu investieren, um den kompletten Skillbaum umzuästeln, da hatte ich jetzt keinen Bock drauf. Und so ist es super. Kann ich verschiedene Waffen ausprobieren. Muss ich gegen den Bären jetzt eigentlich kämpfen? Der ist hier so zentral in diesem Gebiet. Vielleicht droppt der auch irgendwas Bäriges. Gut, dann machen wir das mal. Der ist wahrscheinlich sehr stark. Ich glaube, der kann vermutlich... Feuer wäre wahrscheinlich das Beste gegen den. Aber ich glaube, wenn der mich einmal trifft, habe ich ein Problem. Ach fuck, das ist ja sogar... Ich glaube, Feuerwehr gegen den ganz gut.
Ich glaube, der hat die gedodged. Kann das sein? Oh, wow, das ist eine Schallwelle. Hier aber auch. Okay, shit, das ist ärgerlich. Oh, okay. Und direkt den nächsten. Oh, der ist nicht so schlecht. Rugalea, der böse Bär. Dann nehme ich jetzt mein Feuerschwert. Ja, den habe ich nicht ernst genommen. Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt ein Zwischenboss ist. Jetzt weiß ich's. Wir nehmen für den haben wir mal das Feuerschwert. Das nehmen wir auch zweihändig, da gibt es ja einen Bonus. Ich finde, alles, was einen Pelz hat, da ist Feuergut. Ach du Kacke. Was ist das denn? So Zerg-Einheiten. Gott, oh Gott. Runenbären sind ab. Kömmling von Drachen. Aha. Das heißt, Blitz wäre gegen die auch ganz gut, oder? Blitz gescheit. Oh, was ist das? Sehr nett. So, wo habe ich meine Seelen verloren? Bei lauter Grabstein sieht man die gar nicht. Da. Kämpfen mal so gegen den, finde ich fair. Fair Play. Okay, der war schnell. Schon ein mächtiger Bär, muss man ihm lassen, oder? Gebrüll von Rugalea. Ah, der war mächtig. Das tut mir fast ein bisschen leid, dieses epische Tier. Der hat ja eigentlich nichts gemacht. Ne? Der ist ja auch in der Story vermutlich nicht wirklich in Erscheinung getreten und hat irgendwelchen Geschöpfen kalkuliert Unrecht getan. Das ist ja einfach ein Tier, der hier war der Alpha-Predator und hat sein Revier verteidigt und mehr hat er nicht gemacht. Aber egal, jetzt haben wir seine Asche. Kann ich sogar nutzen. Schön.
Jetzt müssen wir natürlich, oder ist ein Item? Gleich dann nochmal diese anderen Wege. Oh, was ist das? Ekelhaftes. Ach. Oh. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Grässlichkeiten auch mit Feuer nicht so gut können, die wir gerade gesehen. Oh, was bist du? Ungeziefer sind da auch, haben auch keinen Bock auf. Oh, die schon wieder. Die sind überall. Die ist, okay. Oh Mann, ey. Die sind einfach überall. Das sind die wahren Herrscher. Die sind in jedem Gebiet sind die. Es muss tausende von denen geben. Die haben richtig profitiert. Davon, dass das hier alles vor die Hunde gegangen ist. Da sind sie schon wieder. Was sie wohl sagen, wenn die erfahren, dass ich deren Bären platt gemacht habe. Ich könnte die jetzt auch mit meinem Holy-Schwert einfach mal mit einer geilen Schockwelle platt machen. Aber es kommt mir auch nicht richtig vor, jetzt für die das Schwert zu wechseln. Das fühlt sich so an, als wenn ich die respektieren würde. Und das mache ich ja nicht. So, wir haben so viele Sachen noch übersehen. Da war noch dieser Wirbel, wo es hochging. Dann war dieser eine Pfad, den wir links liegen gelassen haben oder rechts. Und dann... Oh, was ist da denn jetzt noch wieder? Das ist hier noch ein Dungeon. Was macht der Dungeon? Einen Augenblick. Ich will euch an, seht weg, warum? Okay. Hier nehme ich eine andere Waffe. Was ist hier? Ein weiterer dicker Dungeon. Unter diesem grünen Felsen. Katakomben am Skorpionsfluss. Na, mal schauen, was hier drin ist. Habe ich eigentlich meine Lampe an? Jetzt. Da ist die Gnade. Wir machen mal prophylaktisch ihn hier. Leveln? Oh, nee. Das waren das 7000 Mark oder so, ne? Die uns fehlten. Ja, dann müssten wir so eben mehr rein. So. Ich habe jetzt nicht ganz genau gerechnet. Ach, guck mal, die gibt 500 Runen pro Rune. Wir haben 42. Das ist ja gar nicht so schlecht. Da kriegen wir ja dann am Ende doch noch eine Menge bei raus. So, weiter geht's. Dann nehmen wir nochmal. Die bringt uns hier 2000. Ich glaube, es reicht aber noch nicht. Nee. Jetzt brauchen wir nochmal 2000. Und das machen wir am besten, indem wir einfach von den hier 4 Stück nehmen. So. Gut. Bleiben wir bei Kondition, ist immer wichtig. So, jetzt sind die Seelen in Sicherheit, ist immer ein gutes Gefühl. Ja, hi.
Der will jetzt mich wieder ärgern. Wahrscheinlich lockt er mich irgendwo. Die sind ja aus Stein, da ist natürlich meine Keule auch immer ganz nice. Ich glaube, die hat eine ziemliche Reichweite, dieses Item, was ich da nutze. Damit werden halt Wände offenbart. So, das ist doch wieder eine Falle. Lass mich doch nicht in eine Falle locken. Wo ist die Falle? Irgendwo ist hier die Falle, ich bin doch nicht blöd. Egal, irgendwas muss ich ja mal machen. Hä? Keine Falle? Das ist weird. Was ist das da oben für ein Froschboy? Der macht irgendwas Fieses. Seht ihr den da? Oder ist das... Ist das ein Gegner? Keine Ahnung. Was ist der einzige? Okay. Was macht der? Der beobachtet alles. Der hat so riesige Glubsch. Oh, was ist denn das? So ein Grabräuber. Sollte ich da vielleicht durchsprinten? Das Gefühl, der da oben, der leuchtet mich sonst an. Ach du Scheiße. Oh fuck. Was ist das? Oh, der, ich darf den nicht. Der darf mich nicht sehen. Das habe ich befürchtet mit seinen Augen. Oh. Gefährlich. Ich habe mich gut daran getan, dass ich da runtergesprungen bin. Durchgelaufen bin, wollte ich sagen. Wieso sage ich runtergesprungen? Da natürlich direkt die falsche Seite gescoutet. Wie oft muss ich dieses Ding hier nutzen? Ich glaube, das muss ich nicht so oft machen. Ich glaube, der hat eine gute Reichweite. Okay. Da geht's weiter. Diese Dinger sind teilweise so groß, verwinkelt, verwuchert, verwachsen. Gefährlich natürlich auch. Hier zum Beispiel, erzähl mir doch nichts. Okay. Arschloch. Da hat er mich zweimal erwischt, ne? Aber das kommt mir doch sehr dürftig bewacht vor. Hier wird noch mehr kommen. Auf jeden Fall. Das ist nicht alles. Come on. Ich wittere überall eine Falle. Das kann hier, das ist doch nichts. Wo ist der Feind? Klar, die sind zu zweit. Oh, der Skill ist richtig geil. Der kostet natürlich extrem viel Mana, aber den nutzt man ja auch nur so in ausgesuchten Momenten gegen Gegnergruppen. Aber der hat wirklich seine Special Moments, dieser Skill. Ziemlich gut. Aber das war's jetzt in dieser Halle hier. Das kann doch nicht sein. Ich schmeiß mal vorsichtshalber. Mein Freund.
aber erwarte mir nichts. So. Okay, dann geht's hier weiter. Schwer hier, okay, da kommt die Decke runter, oder? Das ist doch immer so von so einem Blut. Ja. Hm. Da geht's rein. So, ist aber nur eine, hoffe ich. Genau, nur eine. Dann weiter. Hilfe, Hilfe. In aller Regel kann man ja noch auf die rauf. Okay, das Item kriege ich nicht. Weil wir sehen da oben, da diese über meinem, meinem Schwert entlang, da ist eine Kante und die Kante geht runter bis zu der Kante und das Item liegt da. Das heißt, wenn ich zu einem Item laufe, kriegt das Ding mich auf jeden Fall. Vermutlich ist es das auch gar nicht wert. Vielleicht könnte ich hin und zurück und würde es irgendwie schaffen, aber das... Manchmal gibt es da auch so kleine Nischen drin, dass man von da aus hochkommt. Das wäre ja dann, wenn überhaupt, an der Stelle. Oh, vielleicht ist da eine... Na, warte mal. Könnte da eine Nische sein? Nee, die müsste ja dann genau parallel zum Eingang sein. Weil die Nische, da würde ich dann da oben raufkommen. Ich probiere es nochmal. Ah, nee, keine Chance. Wegen der Stacheln komme ich da eh nicht rein, okay. Nee, keine Chance. Gut, dann geht's weiter. Es ist so leer hier. Nicht, dass mich das stört, aber... Man erwartet ja mehr Gegenwehr. Da hinten ist der Typ, den habe ich von oben gesehen. Das sind sogar drei Typen. Ja, zufälligerweise genau den richtigen Skill dabei. Falsch. Das hindert mich natürlich auch am Rückzug dann, ne? Kannst du mich erzählen, dass er nicht der Stärkste ist? Der geht da down. Was hat er hier bewacht? Oh, schwarzer Ritterkapitän. Die Black Knights. Ja, die kennt man, ne? Die haben ja Tradition. Die waren natürlich jetzt immer bei... Können wir den Arm hier ausrichten? Nee. Die waren natürlich in den Dark Souls-Teilen, finde ich, ein bisschen furchteinflößender. Da waren die aber auch größer. Sehr ehrenhaft, ja. So, jetzt lass uns mal gucken. Das kann ja nicht alles gewesen sein. Wir kommen natürlich jetzt hier zurück, aber... Das kannst du doch nicht... Das war jetzt alles schon in diesem Raum? Ist auch kein Hebel oder sowas, dass der Altar zur Seite geht und so? Kein Hebel versteckt?
hier ist die Leiter. Na dann. Oh nein. Ein Todesglubsch. Oh Gott. Der Todesglubsch. Da kann der mich eigentlich nicht sehen. Kann man den Todesglubsch vielleicht... Boah, kann man den entglubschen? Ah, da kommt man zu dem rüber, alles klar. Ich probiere mal, den mit meiner heiligen Anti-Glubschwelle zu belegen. Okay, das Ding geht offensichtlich nicht durch die Steine. Ich sehe leider keinerlei Auswirkungen auf meine Versuche, ihn zu entglubschen. Ich weiß nicht, ob man da einen Pfeil reinschießen kann. Probier das einfach mal. Oh, der ist neu. Cool im Horsbogen. Hab ich. Kann ich so Holy Damn? Nicht Holy Pfeile bauen? Nee. Fehlen mir original die Bestienknochen, fehlen mir dafür. Oh, warte mal, die haben. Nee, im Schutz, das habt ihr gesehen? Barriere. Ja, haben leider eine Barriere. Schade. So, dann kriegen wir, während das Ding runterkommt, ist der kurze Zeit, sieht er mich nicht. Dann könnte ich darüber sprinten. Ich bilde mir ein, es muss nur eine Mechanik geben, wie ich den Typ auch ausschalte. So, genau. In dem Moment, wo der runterkommt, ich lock ihn einmal runter und dann laufe ich los. Jetzt. Oh, ich sehe nichts, ich könnte sterben. Oh. Hilfe, Hilfe. So, okay. Boah. Guck mal da. Oh, vielleicht komme ich von hier. Oh, warte mal. Es könnte sein, dass ich von hier hinten in seinen Rücken komme. Guck mal. Hier rechts. Sieht er mich? Glubschmann? Nee, hier sieht er mich nicht, oder? Nee. Also, warte. Und da geht's. Da war ich auch noch nicht. Also vielleicht müsste ich mich auch hier droppen. Oder? Ich versuche mal alle Pflanzen einzusammeln, wenn ich irgendwo bin, damit ich mich daran orientieren kann. So, warte. Jetzt ist die Frage. Ist das der, von dem ich kam? Ich habe Orientierung verloren. Ich probiere jetzt mal hier durchzugehen. So, Glubschbert sieht mich ja nicht. Was passiert denn, wenn ich jetzt hinter ihm ihn entglubsche? Ich sehe ihn überhaupt nicht. Ich kann ihn nicht entglubschen. Natürlich blöd. Einfach weil es Spaß macht. Aber leider reicht es nicht ganz, um sie. Oh, Ritter Blitzspeer. Das klingt nach einem sehr guten Blitz. Nach einer guten Blitzasche. Okay, also ich kann auf jeden Fall gleich noch über das Ding da nach oben kommen, das Problem, aber da wird er mich ja nicht zu lange sehen. Das sollte ich nochmal als Fahrstuhl gleich benutzen, da dieses Ding. Erstmal gucken wir hier.
Das ist die Untier. Oh Gott. Achso, das ist ein Feuerspucker? Nee. Aber lauert hier noch was anderes? Nope. Sehr verwinkelt, sehr verwinkelt. Die gelbe Fulgurblüte. Würzig. Intensivem Geschmack. Kann man sich auch Kaffee mitmachen. So, was ist denn jetzt zum Beispiel hier, wenn dieses Ding da, habe ich hier eine Transportmöglichkeit. Also, wir kommen, von hier sieht man es ein bisschen. Da hinten kommen wir auf jeden Fall auf so einen Balkon. Vielleicht kommen wir von... Warte mal, wir sind ja... Da hinten, glaube ich, raus... Nee, warte, da kann man... Komme ich auf diesen Balkon? Ist da oben irgendwas? Also, es scheint mir so, dass mit diesem Fahrstuhl... Es sei denn, da liegt ein Item drauf, das weiß ich nicht. Da müsste schon in dieser Wand noch eine Lücke sein, dass wir uns das irgendwas bringt. Und mit dem zweiten Aufzug kommen wir auf den Balkon da hinten. Allerdings weiß ich nicht genau, ob wir von da hinten, wo die Schwertspitze jetzt hin zeigt, da, ob ich da den Fahrstuhl triggern kann und dann darauf komme. Ist eine Möglichkeit. Schade, dass ich diese Glubschis nicht so besiegen kann. Und ich kann auch nicht von da... Also mich würde es ja schon mal interessieren. Was passiert, wenn ich da hochfahre? Das muss ich jetzt eigentlich mal machen. So, da war das. Ich rufe den jetzt mal. Ich rufe dich. Oh, okay, das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Das kann auch einfach mal komplett mein Tod sein, ne? Ich sag's nur schon mal. Ah, ich hab nicht richtig aufgepasst. Weil der da wird mich ja richtig anstarren dann. Starr, jetzt sieht er mich nicht mehr. Fuck, ist hier irgendwas? Oh no. Okay, dann schnell weg. Glubschmann. So, hier. Hören Sie auf, mich das anzugucken, bitte. Gibt's da irgendeine Medizin gegen dieses angeglupscht werden hier. Was ist das denn überhaupt? Wie nennt sich das denn? Tod? Das ist der glupschende Glubschtod. Was macht der? Da, ist das Wahnsinn? Nee, das ist nicht Wahnsinn. Das ist was anderes, oder? Todespest ist der Debuff. Todespest. Todespest. Gott, wie sieht der denn aus? Ich könnte versuchen, den anhand seines Äußeren zu erkennen, aber... Wie sieht der aus? Das sind so Kügelchen, sind das die... Welche von denen hier? Warte mal. Habe ich noch nicht, ne? Zumindest das Rezept nicht, aber vielleicht habe ich welche im Inventar. Ha! There you are! Look! Look at it! Look at it! Now! Look at it! Da, ich habe sogar welche davon. Aber ich kann sie noch nicht wiederherstellen, also ich sollte nicht zu gierig sein. Dann schmeiße ich die mal ein. Guck mal, ob das jetzt... No, 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 no! Falsch gedingst. Sag mal, lindern die nur? Also, die müssen, machen die mich nicht auch immun?
Lindert die Belastung, ja doch. Ja, ich hätte sie vielleicht dann jetzt quasi snacken sollen. Ich habe gedacht, die steigern auch die Resistenz, aber es ist offensichtlich nicht so. Oder? Naja, nimmt einen rechtzeitig ein. Lindert die Todespest. Naja, vermutlich ist es leider so. Ich muss ihn snacken, wenn ich belastet bin. Wir könnten in der Zwischenzeit schauen, ob wir eventuell... Ich meine, das ist ja wirklich eine sehr kurze Strecke hier, aber wir könnten vielleicht den nehmen. Wird das durch... Keine Ahnung, ob der da hilft. Gegen nicht körperliche Schäden bis ans Äußerste müsste ja eigentlich auch helfen, ne? Oh, das ist auch nicht schlecht. Lebenskraft? Der hier? Oh, ich muss niesen vielleicht gleich. Oh. Ach, Lebenskraft in der... Ah, okay. Also, ey. Da ganz unten, Lebenskraft. Okay, danke. Okay, das ist die Lebenskraft, alles klar. Die Lebenskraft. Aber die wird dadurch hier nicht beeinflusst. Alles außer Lebenskraft habe ich. Na gut, es ist aber nicht so schlimm. Wir regeln das hier jetzt auf meine Art. Nein, das kann nicht alles sein. Come on. Nicht wegen einer, sondern... Nein. Das ist doch jetzt einfach mal massiv albern. Wegen einer, sondern... Obwohl, ich meine, damit kann man... Was kann man machen? Irgendwie Aschen aufwerten oder irgendwas. Ansonsten... bringt er mir gar nichts. Da hinten ist noch eine Tür, aber... Warte. Nee, ist auch nicht offen. Ja, blöd. Ja, er will mich wieder angucken. Ja gut, dann kann ich jetzt den Fahrstuhl nehmen. Das ist ja das Einzige, ne? Der Fahrstuhl war gerade durch da, ne? Einfach jetzt hier runter und dann gerade durch, da ist der Fahrstuhl. Aber ich glaube, hier nehme ich Damage. Ich müsste dann wahrscheinlich von dem da runterspringen. Fuck. Oder? Ja, das machen wir jetzt gleich. Er soll mich nicht angucken. Mama, Mama. Au, das war einfach komplett dumm. Lauf! Lauf so schnell, die kleinen Füße dich tragen. Oh, oh. So. Dann müssen wir jetzt hier runter. Was ein langer Dungeon schon wieder, oder? Wir wissen ja nicht mal, was die letzte Ebene ist. Oh, hier ist schon so eine... Statue of America, das ist gut. Oder wie die heißt. Oh, hier ist irgendwas. Och, du Scheiße, oh Gott. Was ist denn das für eine Geschichte? Das ist eine sehr unfreundliche Begrüßung. Okay, warte mal. Da. Jetzt verpufft die und jetzt kommt wieder einer von der anderen Seite, oder wie? Immer hin und her. Okay, das muss man sich jetzt merken. Jetzt kommt die von da und dann kommt sie, glaube ich, von da, oder wie?
Jetzt kommt sie von da. Verstehe. Also jetzt muss ich warten, bis sie von... Aber muss ich da runterspringen? Ich glaube ja. Müsste eigentlich jetzt reichen. So. Oh fuck. So. Müssen wir mal schauen, wie weit fliegen die denn. Okay, jetzt. Kommt einer von da? Ja. Ich wünschte, ich könnte diesen Frosch besiegen, aber kann ich nicht. Das ist ein unbesiegbarer Frosch. Die arbeiten immer im Team, die beiden, ne? Das ist ein gutes Duo. Wobei, der hat gar nichts gemacht hier. Ach du Scheiße. Okay, der ballert mich einfach mal komplett weg. Ah, ich komm nicht weg. Oh, der explodiert ja auch noch. Ich muss das nicht so oft machen, aber ich mach's trotzdem lieber einmal mehr. Ich kenne die genaue Reichweite nicht, dieses Items. Hier höre ich schon wieder finstere Augen. Oder was? Habt ihr doch auch gehört gerade, oder? Da, achso, das ist das die Pflanze? Oh. Oh nein, die sind richtig nervig, die Typen. Weil die haben eine völlig absurde Reichweite. Das geht halt auch durch Wände, das ist komplett lächerlich. Wenn der dich einmal hat... Das ist aber Magic, ne? Das muss ja eigentlich dann der sein. Oder der. Komm, das muss Magic sein, was der da hat. Fuck. Lame. Ein bisschen mehr Schaden wäre nicht schlecht. Und jetzt? Da nicht so. So, ich könnte jetzt natürlich auch einen Pfeil und Bogen auspacken und den da so ein bisschen cheesy McCheesenstein machen. Ich habe kaum noch Pfeile, um ehrlich zu sein. Ich habe 8 Pfeile. Davon sind 2 Magic, dann dürfte er eigentlich resistent gegen sein. Also ich check nicht, ich habe ja gerade dieses Ding darunter geworfen, das ist ein riesiger Raum und da ist nichts weiter drin. Das ist ein bisschen komisch.
Wir kamen von... Wir kamen die Treppe runter, meine ich, ne? Ja. Okay. Was ist jetzt hier? Ah, ich hab gedacht. Scheiße. Aber massives Problem. Boah, fuck. Oh. Okay, hier ist der nächste Fahrstuhl. Na, das kann doch nicht alles gewesen sein auf dieser Ebene. Da ging es ja auf jeden Fall noch nach oben, wo der Zauberer war. Ich habe irgendwas übersehen. Irgendwas ist da noch. Ich hoffe, nichts Wertvolles. Aber da muss man ja hinkommen, wo die Zauberer waren. Irgendwas ist da auf jeden Fall noch. Nee, das ist kein... Nope. So, hier ist schon ein Boss offensichtlich. Bleiben wir bei dem Schwert. Wir wissen ja nicht, was kommt, ne? Bin ich gerade... Da. Tja, weiß jetzt nicht, was der für eine, welche Gattung der ist, aber ich finde ja heiligen Schaden in dieser Räumlichkeit klingt erstmal nicht so schlecht. Ah, Blitz, Blitz, ein Blitzboy. Ja. Todesritter ist, glaube ich, ist Todesritter nicht grundsätzlich mit so einem Holy? Mit einem Holy ganz gut bedient? Ich glaube, ja. Hat er versucht, ihn zu backstabben gerade? Das hat nicht funktioniert. Ich sollte eigentlich irgendwas nehmen, was mir den Blitzdamage erhöht. Blitzresistenz erhöht, aber. Da habe ich nur einen Zweier leider. Schade. Kann das sein, dass es völlig lächerlich ist? 66? 63. Naja, gut. Ich meine, er macht jetzt ja nicht nur Blitz, ne? Ist die Frage, ob ich nicht vielleicht lieber den Schaden mitnehme. Und wir können ja auch... Habe ich nicht hier auch so Kügelchen gegen Blitz vielleicht? Nee, ne? Nee. Habe ich nicht. Wir könnten bei der Waffe bleiben oder aus Fanofan mal auf die neue Waffe wechseln. Den Speer, den wir noch gar nicht richtig ausprobiert haben. Wo bist du denn? Wo hab ich ihn? Einfach nur, um den mal zu testen. Wo war denn der jetzt? Der hier, Speer des Fehlers. Der macht Feuer. Ich will den einfach mal ausprobieren. Ich glaube nicht unbedingt, dass der jetzt besser ist gegen den Typen so, aber können wir auch zweihändig? Ist das nur für Schwerter oder für Zweihändigkeit im Allgemeinen? Zweihandwaffen, das ist gut. So, und dann lass uns mal schauen, was haben wir denn noch im Angebot? Da, das können wir machen. Eine eingelegte Leber. Die können wir mal essen. Und dann gehen wir mal rein. Mal gucken, was der jetzt kann.
aber lustig, macht Spaß. Hat nicht so viel Schaden genommen, aber. Ja, in meiner Attacke hat er mich reingegrapscht. Och nee, das ist scheiße. War das für mich aber blöd jetzt. Gefällt mir nicht. Nichts. Möchte ich wieder was sehen? Durch die. Natürlich, durch den. Ah, das war dumm. Das ist schon lustig, der Speer macht Spaß. Lang steht Axt des Todesritters. Oh. Die Waffe ist lustig. Sie amüsiert mich. Möglicherweise hatten wir uns unsere Seelen nicht zurückgeholt, aber ist nicht so schlimm. Was haben wir echt Schönes bekommen? Natürlich für so Zauberer ein ganz geiler. Langstiel-Axt des Todesritters, Blitzbolzen. Aus einer niedrigen Haltung heraus verwendet sich der Körper in einen Blitz und stürmt mit rasender Geschwindigkeit geradeaus. Oh, hatten wir da nicht eine Asche für auch? Ah, Stärke 23 können wir nicht nehmen. Die ist ganz cool, oder? Dieser Speer. Also insbesondere der. Also das ist natürlich eigentlich ein bisschen lame. Der ist auch sehr. Okay, warte, ich nehme alles zurück. Der ist geil. Den habe ich gar nicht benutzt gerade. Ja, dann gehen wir jetzt hier wieder raus. Wie gesagt, ich glaube, wir haben auf einer Ebene noch was übersehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein ultra krasses Item ist. Da waren diese beiden Zauberer oben, da war noch eine Ebene, da hätten wir noch irgendwie hingekonnt. Eventuell war irgendwo noch ein Secret-Raum, den ich übersehen hatte, aber so im. Ich glaube, das Wichtigste haben wir hier rausgeholt aus diesem Dungeon. So, hallo, da sind wir wieder. Kehren wir mit reicher Beute zurück. So. Haben wir jetzt hier alles abgeritten schon? Ich glaube, wir nehmen mal wieder die andere Waffe jetzt. Das ist schon lustig, wenn man auch ein bisschen variieren kann. Mit den Waffen. Ich bereue null, ein bisschen gelevelt zu haben. So. Ach, die schon wieder, die Boys hier. Okay, das ist. Man darf die nicht unterschätzen, einfach. Die Fraggles. Wisst ihr was? Ich bin. Ich gönne ihnen den heldenhaften Tod. Ey, was ist der? Der ist einfach drüber weggesprungen, oder was? Das ist ja auch ein Stück weit Ehrerbietung, dass man sein kostbares Mana für so eine kleine Horde
wild gewordener Fraggles aufbraucht. Von daher dachte ich, das ist die höchste Ehre, dem man den zuteil werden lassen kann. Aber gut, sie. Oh, was ist das? Hallo? Okay. Die sind bestimmt mit. Oh, ich hab denen nichts getan. Und der galoppiert einfach ungefragt in meinem toten Winkel auf mich zu. So, diese Leute hier, die sehen sehr schäbig aus. Ich würde fast sagen, gegen Insekten hilft immer Feuer. Aber was auch hilft gegen Leute, die man nicht mag, ist einfach eine geile Heiligenwelle. Ich hab befürchtet. Ah, ne, sie geht durch. Sie geht durch. Das ist super. Sie geht einfach durch. Die sind. Das sind. Sind das dieses. Ja, ich weiß wieder. Die sind nämlich gar nicht so stark. Die sehen nur so ekelhaft aus. Die haben wir schon mal in der Höhle getroffen. Die sind gar nicht so stark. Die sind nur ekelhaft. Die sind richtig ekelhaft. Okay, sie geht leider nicht bergauf, die Welle. Das ist schade. Boah, wenn ich das schon sehe, diese Kniegelenke da, die da oben, die haarigen Kniegelenke, die da rausgucken, das ist einfach schon an Abartigkeit schwer zu überbieten. Ahahaha. Hat sich auch niemand zu geäußert, wie das eigentlich zustande gekommen ist, dass solche Kreaturen hier existieren dürfen. Sehen auch niedlich aus, ja. So, also wir sind. Haben wir hier überall? Hier war der Bär. Oder? Warte mal, das war das Bärengebiet hier rechts, ne? Mit diesen braunen Wäldern. Das hier, da waren die Katakomben, da haben wir, glaube ich, auch nichts weiter gesehen. Ich frage mich, ob man. Hier, ob es hier so vielleicht. Kommt man hier so runter? In den Teich da von da? Muss man das überhaupt? Warte mal, wir gucken nochmal ganz kurz. Das wäre da links rauf. Ne, wahrscheinlich nicht. Ich will mal kurz gucken. Hier ist ja auch überall dicke Wand. Das dürfte nicht funktionieren. Handschuhe. Die habe ich unbedingt in meiner umfangreichen Handschuhsammlung noch benötigt. So, wir mal kurz gucken. Ja, kommen wir nicht hoch. Ja, hier scheint mir, also hier ist ja dieses Dingsbums, hier kommen wir nirgendwo hoch. Funktioniert leider nicht so, wie ich mir das gedacht hatte. Aber dann weiß ich das jetzt auch. So, dann geht's weiter. Quasi wieder zurück und ich könnte mich eigentlich auch beamen. Ich wollte nämlich. Haben wir schon gerastet? Ja, wir haben da gerastet. Dann sind doch die eh alle wieder da. So, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Und zwar, glaube ich. Wo waren die ganzen Pfade, die ich noch machen wollte?
So, wir wollten da noch an der einen Stelle hoch. War das hinter uns oder vor uns? Ich glaube, diese Richtung und dann rechts, ne? Und dann hatten wir... ja, es muss alles auf... Also einmal ging es ja hier noch rein und einmal ging es da diesen Pfad hoch. So, lass uns mal gucken. So, was ist mit dem da? Muss ich dem irgendeine Form von Beachtung schenken? Ich glaube nicht. Das ist einfach so ein Typ, der hat nichts zu melden hier. So, und zwar hier. Oh. Geil. Oh nein, 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 nein. Oh, die Dinger sind richtig hart nervig. Die verstecken sich auch hinter diesen dicken Blütenknospen. Also das ist, glaube ich, cool, was wir gerade gefunden haben. Das hatten wir noch nicht als Element, glaube ich. Zumindest nicht besonders häufig. So, da sind die Typen an dem Turm. Nee, 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 nee. Warte. Dann war das da. Da reite ich jetzt einfach geschwind vorbei. Ich muss ja nicht jede Konfrontation hier mitnehmen. Da sind verdammt viele von diesen Heinis. Weiß nicht, ob ich hier vielleicht rechts sogar raufkomme. Nee, die haben alle Homing, ey! Das ist kein... Okay. Ja, so viel zum Thema, komme ich einfach mal so vorbei. Boah, sind die nervig. Unangenehme Kreaturen. Boah, bleibt uns nichts anderes übrig. Ich glaube, ich muss mich denen jetzt nochmal stellen. War hier nur einer. Danach kam auf jeden Fall ein ganzes Regiment von denen. Da muss man richtig aufpassen. Schnell. Ja, okay, die beiden Zauber haben nichts gebracht, aber das musste ich jetzt mal riskieren. Da wollte ich hoch. Mensch, Pony. Was habe ich denn gerade getrunken? Ich wollte nicht trinken. So, da waren noch ganz viele von diesen Ekelhaftigkeiten. Ich hoffe mal, ich komme an denen vorbei. Ich will mich nicht jedem Kampf stellen. So. Hier wollte ich hoch. Da sind nur so Geier. Geierwesen, die sind mir auch egal. Steingeier. Walter Steingeier. Oh, jubala, hi. Wieso triffst du mich mit deinen... Okay. Alles klar. Okay. Einfach ohne... Ich finde, das war jetzt einfach ultra unnötig und frech. Das war wirklich unnötig und frech. Das ist immer so in mir,
Ich hab das schon tausendmal gesagt, aber dann kommt so ein kleiner Standard-Mob und ärgert mich. Und ich bin dann so überheblich, weil ich ja schon so die krassen Bosse gemacht habe, dass ich denke, ja komm, dann tob dich aus. Und dann hört der einfach nicht auf. Und ich denke mir, ja okay, ich schlag jetzt einfach in seine Attacke rein und der staggert mich und es geht nicht. Und dann kannst du von so einem kleinen Popelgeier einfach totgepickt werden, weil einfach meine Arroganz mir völlig im Weg steht. Das darf man nicht machen in Elden Ring. Freche Kreatur. So, das ist jetzt aber noch nicht alles hier oben, oder was? War es das schon? Offensichtlich. Ich hätte gedacht, da gibt es noch ein bisschen mehr. Ich habe gedacht, das führt so richtig hoch bis da oben irgendwo. Aber hier ist schon Sense. Keine 3DB. Kenneth Really Bee? Ja, weil dein Bruder mich gerade geärgert hat. Und ich genau weiß, dass du das auch wieder vorhast. Diese bedrohliche Musik. Ah ja, die waren das. Aber da geht's nach oben. Aber das ist auch noch nicht alles, was ich gucken wollte. Ich hatte noch so ein... Ist das da gerade durch? Yo, warte. Hier. Ah. Es ist ja einfach so geil. Ah, ne. Okay, der dritte war verschenkt. Aber es ist so gut, diese Waffe gegen diese Lümmel hier, ey. Jetzt habe ich kein Mana mehr. Was ein Problem ist. Ah, ein Topf, Johnny Boy. War das... Hatten wir den schon mal? Nee. Oh. Warte, hatten wir den das letzte Mal schon? Und der hat diesmal nur was anderes gedroppt? Nee, was hat er gedroppt? Feuergeiststein. Feuergeiststein. Oh. Oh. Das gefällt mir. Ich glaube, das Kostüm sieht ganz nice aus, aber das bringt mir natürlich überhaupt gar keine Resistenzen. Okay, so, das haben wir. Jetzt wollen wir rauf auf diesen Sprung. Wirbel. Wollte ich den jetzt gesehen? Warte mal, hier ist auch nochmal. Ach, war das die zweite? Ne, warte, kam ich hier? Das war der Weg, den ich kam, oder? Ja, ja, ist ja gut. Oh, ist das so gemein. Für wen hält dieses Schwein sich eigentlich? So. Ich glaube... Wo war mein Wirbel? Ach, du schon wieder. Jetzt habe ich ihn aus den Augen verloren. Da ist er, genau. Springen wir mal hoch. Was ist hier oben? Ah. Aha. Was haben wir hier drin? Ein Bestienhorn. Wow. Haben wir erst 21 von...
Da habe ich mich richtig jetzt drauf gefreut. So ein schönes Bestienhorn nach einem 50-Meter-Sprung. So, da waren wir vorhin. Waren wir da ganz oben und haben diesen Typ platt gemacht, der da steht? Ja, oder wir haben nur alles gesehen. Da oben war doch das Item drin. Ja, ja, das haben wir gemacht. Da war doch diese Truhe. Bestimmt mal viel wert, wenn man die aufhebt, meinst du? Ja. In ein paar Jahren ist ein gutes Investment. So, pass auf. War das? Guck mal weiter. Wie komme ich jetzt wieder hier runter? Kann ich ja in den reinspringen da oder nicht? Dankeschön. So, da gehen wir noch mal hoch jetzt. Warte. Warte, war das das? Doch, das war doch da, wo wir gerade, das waren wir doch, da waren wir doch gerade. Das ist der Aufgang, den wir gerade genommen haben. So, es gab aber noch einen Weg, meine ich, den wir nicht genommen hatten. Ah, die sind halt einfach richtig hart nervig. Ich habe kaum noch FP, ich reite an denen vorbei. Die sind ja auch, haben ja auch eine sehr eingeschränkte Wahrnehmung, hoffentlich. Nein, ist einfach komplett anders, als ich gesagt habe. Sie haben mich entdeckt. Aber sie interessieren sich nicht weiter für mich. Story of my life. So, das sind hier wieder diese Ruinen. Hier ist das Ding, was wir hatten. Lass mich mal kurz überlegen. So. Wer gewinnt heute? Futoid, herzlichen Dank für den Support. Wer gewinnt heute? Ja, ich hoffe auf die Niederlande. Ich hoffe ja auf die Niederlande. Bevor ich jetzt hier abreise, lass mich nochmal einmal nachdenken. Was ist das ist dieser eine Weg, den sind wir aber gekommen. Wir sind hier lang. Oder? Und dann so, ne? Ich glaube, dann war es das auch. Dann ist das dieser Weg hier wahrscheinlich. Jetzt kann man so rum. Ja, bop, 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 bop. So, wo können wir noch hin? Wir haben immer noch diesen einen Ekelboss. Also, bevor du nicht wiederkommst hier im Gebiet, gibt es definitiv noch was im kleinen Radius um die grünen Ruinen. Meinst du diese grünen Ruinen hier? Uralte Ruinen. Beide helfen zusammen, okay. Ich mir überlege, ist das am besten vielleicht von hier? Also da sind ja auf jeden Fall, da ist dieser Baum. Haben wir nicht hier schon alles auch durchsucht? Warte mal, ich gehe mal kurz hier hin. Da sind so viele Sachen. Die Welt ist schon wieder so riesig, dass man... Genau, hier sind diese...
Dinger. Die Welt ist so riesig, dass man original schon wieder die Hälfte vergessen hat. Das ist komplett irre. Aber hier habe ich... Ah, es gibt zwei Wege. Stimmt, da war noch so ein Feuertopfmann. Da war noch ein Feuertopfmann, da sind wir einfach weitergeritten. Weil ich kein Interesse an dem hatte. So, hier war... diese Geschichte. So, jetzt habe ich natürlich... wieder so ein Feuertopfmann. Das falsche Schwert nehme ich mal an. Ewig dauern. Das kann ewig dauern. Ich glaube nicht, dass ich das gute Schwert habe für den. Was macht er jetzt? Kotzt er jetzt? Nein. Falsches Timing zu früh. Ja, das ist halt immer so. Ich glaube, ich komme jetzt ja nicht in zu keiner. Ah, doch, jetzt. Fall doch um, fall doch um, Ballrock des Blutes. Okay, ich glaube, das war's. Das werde ich jetzt nicht mehr schaffen. Okay, doch geschafft. Ich glaube, das war's. Fall doch mal um jetzt. Oh, fällt er um? Oh ja! Wo ist der Ort? Nein! Wo ist der Ort? Fuck, da! Oh no, 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 er macht es gleich nochmal. Das ist auch ein Geduldsspiel mit dem, ne? Wär's nochmal mit umfallen.
Oh, es ist ein Geduldsspiel. Auch regenerieren. Ja, okay. Boah, fuck, exakt den weitestmöglichen Weg genommen. Okay, woo! Alter Schwede. Tschüss, großer feuriger Topfmann. Eine gesprungene purpurrote Träne. Und ein neues Ofengesicht. Okay, das ist einfach wirklich, wirklich ein Geduldsspiel. Gewährt Angriffen in Arzneigemisch einen LP-Regenerationseffekt. Auch das ist auch nett. So, hier hatte ich mich noch nicht in aller Ruhe umgesehen, weil ich diesen Feuertopfmann fürchtete und der hatte auch einige gemeine Attacken. Als ich nämlich hier entlang ritt, da hat er so richtig Ärger gemacht. So richtig Feuerbrunst gegen mich geschleudert. Ich glaube, ich kam ich über diese Brücke, ich weiß es nicht mehr. Irgendwo kam ich her und da hat er mich richtig eingedeckt, sodass ich direkt gesagt habe, nö, hier bleibe ich nicht lang. Jetzt muss ich erstmal mich hier wieder zurechtfinden. Ich weiß nämlich nicht, wo ich hier schon war. Hier war nur so eine, so eine Eulenhöhle. Oh. Nö. Da kommen wir nicht rüber. Befürchte ich. Eigentlich ist es ja total schön hier, ne? So alles ist grün und Wasserfälle. Das Leben ist so herrlich unkorrumpiert. An anderen Orten ist das alles so ekelhaft. Hier sind, laufen hier die Tierchen lang, die Rehe und so, die Hirsche. So, wo waren wir hier noch nicht? Vermutlich an vielen Orten. Oh. Guck mal, da kann man auf den Fuß dieser Säule. Ist verlockend da jetzt. Da kommen wir auf jeden Fall rüber. Gucken wir uns gleich mal an. Wie bin ich damals gekommen? Bin ich diesen Weg gekommen? Nein, das ist ja Quatsch. Das ist ja Sackgasse. Bin irgendeine dieser Brücken entlang geritten und dann war da schon dieser Schweinepriester hier. Und hat mich so richtig aufs Korn genommen. Schön aus. Schöne Gegend. Okay, hier komme ich nicht mehr so easy hin. Ne? Es sei denn, hier ist ein Durchgang. Glaube ich aber nicht. Nö. Relativ ungestört jetzt hier uns alles angucken. Au. Was? Oh Gott, ist hier noch ein zweiter von den Feuertöpfen? Was wütet dann noch? Scheiße. Ich würde gerne mal da oben hin. Ich glaube, da kamen wir seinerzeit her. Was brüllt denn hier? Was knallt denn so? Oh, guck mal das.
ist ein Balkon. Aber das führt vermutlich zu nichts. Hier ist auch eher so. Was ist das? Er sagt mir nicht, da ist der andere Feuertopfmann. Ich habe den verwechselt mit seinem Bruder, der viel gefährlicher ist. Weil der wirkte auch jetzt ein bisschen inkompetent. Der andere da, der mich empfangen hatte seinerzeit, der hat mich richtig beschleudert. Gut, ich kam jetzt auch, er hat ja geschlafen, das wird sicherlich mein Vorteil gewesen sein. Da kam ich damals raus. Ich muss hier entlang. Na, was ist hier an den Wasserfällen? Hier war hier das Eulending? Ne, guck mal, hier kann man doch hochspringen. Boah, ich weiß nicht mehr, ob ich hier schon war. Es ist alles. Wenn man nicht alles sofort macht. Ah, ne, hier kann ich gar nicht springen. Wegen der fehlenden Steine. Das heißt, ich muss hier die Steine finden. Oh Gott, das kann ja ewig dauern. Aber ich vermute mal, die Steine müssten doch in dem Kampfgebiet sein. Die sind ja nie weit weg. Das wäre nur fair, wenn die hier sind, wo der Typ auf uns wartet. Dass man den erst beseitigen muss und dann kann man sich in Ruhe der Suche nach den Steinen widmen. Sie sein. Hier war dann jetzt aber der. Nee. Sind sie auch nicht? Da war ich doch gerade eben. Aber ich habe nicht nach Steinausschau gehalten, muss ich sagen. Das ist das Blöde. Also die können ja wieder überall sein. Das ist jetzt eine Suchaufgabe. Könnte sein, dass ich schon dran vorbeigeritten bin, weil ich hatte nicht danach gesucht. Und dann sieht man das natürlich auch gerne mal. Aber die müssen in der Nähe dieses Strudels sein. Die sind nicht weit weg. Hier bin ich jetzt schon zu weit weg. Hallo Nils, was ist das für ein famoses Schwert? Das kriegt man von dem Eldenbeast. Und, ja, hier ist Signal. Dann kannst du das Echo des Eldenbeasts kannst du eintauschen. Gegen dieses Schwert. So, jetzt lass uns doch mal gucken. Komme ich vielleicht hier da rauf? Nö, das scheint mir nicht gewollt zu sein. Oh, oh, ah, warte. Nee. Nö, ist nicht gewollt. Ja, Mist. Also, keine Ahnung, wo die sind. Es fühlt sich hier gerade ein bisschen sackgassig an. Hier habe ich alles abgeritten. Das sind halt die anderen Ruinen. Wir könnten uns auch mal fortbeamen und auf die andere Seite. Ich weiß nicht, was hier noch ist eventuell. Oh, warte mal, hier ist ja noch ein Item. Oh Gott.
Ist sie sauer auf mich oder hat sie das geschrieben, bevor ich sie verraten hatte? Dane gibt eine Nachricht weiter. Der Siegelbaum befindet sich in den uralten Ruinen von Rau. Er befindet sich hinter der Hochbrücke, die vom Erdgeschoss des Lagerhauses führt. Ich werde euch dort treffen, sobald ich meine Aufgabe erledigt habe. Der Siegelbaum befindet sich in den uralten Ruinen von Rau. Ja. Aber den habe ich schon gefunden, oder? Ist doch hier. Oder, also das ist ja, da ist dieser Baum, den hatte ich schon gefunden. Es gibt natürlich auch hier ein Lagerhaus, hier Lagerhaus, hinterer Bereich, Lagerhaus, Erdgeschoss. Oh, möglicherweise befindet sich hier, hier war ich ja auch noch nicht. Möglicherweise befindet sich hier auch noch was. Lagerhaus. Also hier ist halt Lagerhaus. Vielleicht ist hier noch was hinter dem Boss. Den haben wir auch noch vor der Nase. Stimmt. Ist ja abgefahren. Haben wir einfach eine Nachricht von ihr gefunden. So, und jetzt sind wir auf der anderen Seite. Was haben wir denn hier noch? Nicht. Was ist mit diesem... Da muss ich doch auch... Wie komme ich denn da rüber? Da muss ich vermutlich über das Sprung... Über dieses Sprungwirbelgerät komme ich in den oberen Bereich und dann kann ich ja von da links so runterspringen und dann komme ich hier in diesen Tempel der Artemis. Nehme ich mal an. Hier alles abgesucht. It's a long time ago. Wenn man so viel erlebt, dann kann sich die Einzelheiten gar nicht mehr einprägen. Aber hier, meine ich, bin ich rübergekommen und da stand dann da hinten nämlich dieser Feuerteufel da. Ja, keine Ahnung, wo dieser Steinhaufen ist. Ich glaube, das wäre jetzt der entscheidende Schlüssel, um an der Stelle weiterzukommen. Hatte ich mich hier in Ruhe umgesehen? Wahrscheinlich... Oh, was ist das? Ne, schade. Ich glaube nicht so wirklich, weil da ja der Typ war. Deswegen habe ich wahrscheinlich hier das gar nicht in Ruhe mir angeguckt. So, ich lasse euch mal leben und trauern oder was auch immer ihr da macht. Aber nur, wenn ihr mich auch in Ruhe lasst. Das ist... die Voraussetzung. Hallo Leute. Oh, danke. Die waren, die haben genau die richtige Entscheidung getroffen. Senkt das Knie. Na, und da bin ich dann so rüber gejumpt. Aber ansonsten geht's ja auch nicht weiter. Mist. Boah, also es ist krass, es ist nicht so einfach, alles zu finden, was man finden will. Ja, wir können natürlich auch an der Stelle jetzt mal hier eine kleine Pause machen. Wir sind ja auch schon bei 2 Stunden wieder. Und ich habe außerdem Durst. Ich bin sehr durstig. Muss mir was zu trinken holen. Aber wie spät ist das eigentlich? 18.05 Uhr, das ist eigentlich noch eine ganz gute Zeit. Shackle hilft. Shackle hilft. Unten im Süden auch noch richtig geile Gebiete. Ja, wir haben noch richtig viel zu entdecken, ne? Uns fehlt vor allem das Kartenstück für den Süden noch. Das ist mir bislang auch noch nicht unter die Nase geritten. So, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Das war eine weitere Folge. Ich finde, wir haben jetzt die letzten beiden Folgen durchaus ein bisschen was erlebt, ne? Wir haben zwei Bomben. Na, wohl. Der unten in den Katakomben, den kann man mitzählen. Wir können den Bär mitzählen im weitesten Sinne. Dann wären das 4 Bosse. Mesmer, die Pflanze, der Bär und dieser Todesritter, kann man, finde ich, sagen, sind in den letzten beiden Folgen 4 Bosse gefallen. Uns fehlt jetzt auf jeden Fall noch dieser Schweinerüssel-Johnny. Den müssen wir uns nochmal vornehmen. Der ist sehr robust, der Kumpel. Aber da kommen wir schon auch noch hin. Bis zum nächsten Mal.